Triumph Conquero, Farm der Juana, sehr viel Geld. Königliche Bronzekanone. Moral, sehr gut. Hagrim hat einen Rang erhalten. Mutter Scharfhelsen hat einen Rang erhalten. Delan hat eine Stufe erhalten. Ja, alles nehmen und fortfahren. Und damit sind wir wieder auf maximaler Moral. Das heißt, wir könnten jetzt mal wieder mit Wasser uns ein bisschen Luft verschaffen. So. So, dann können wir ja mal kurz einen Blick werfen. Ja, cool. Das ist jetzt der maximale Kapitänsrang, oder? Okay. Ja, nach dieser erfolgreichen Enterung will ich erstmal kurz mit Maya reden an Bord meines Schiffs und dann legen wir beim Observatorium an. Oswald. Da ist Maya. Das ist die Seite. Wenn ich hier die Kanone ändere, sieht man das zufällig? Ja, man sieht es tatsächlich. Cool. Aber ja, ich bevorzuge die Dürrwetter Schnauze. Weil sie braucht 3 Züge zum Nachladen, macht 4 bis 11 Schaden. Die Reichweite ist auch okay. Und ich lege dann lieber auf Quantität statt Qualität, was das angeht. So, we're back. Did you miss us? Also, wir sind zurück. Hast du mich vermisst? Maya lächelt etwas wie im Mundwinkel zucken dabei. In Shisa grüßt mit einem freundlichen Quäken. Natürlich habe ich dich vermisst, Maya. Oh, thanks. It was just me and the bird for a couple of days and we're sick to death of each other. Tja, danke. Einige Tage lang gab es nur mich und den Vogel und jetzt können wir uns auf den Tod nicht mehr ausstehen. Something happened out there and it's got me all turned around. Da draußen ist etwas passiert und es hat mich verändert. Maya fixiert ihren Blick auf einen entfernten Punkt. Lass mich hören. I didn't exactly deliver a missive. That parchment was meant for me and I delayed opening it as long as I could. Ich habe nicht etwa ein Schreiben überbracht. Dieses Pergament war für mich bestimmt und ich habe so lange hinausgezögert, es zu öffnen, wie ich konnte. Sie verschränkt die Arme. Sura gave me a name and a location. That was all. When you're a sharpshooter by trade and your boss doesn't offer clarification, you learn to arrive at your own conclusions. Azur hat mir einen Namen und einen Ort gegeben. Das war alles. Wenn du deinen Bruder als Scharfschützin verdienst und dein Boss dir keine Erklärung liefert, lernst du irgendwann deine eigene Schussfolgerung zu ziehen. Erzähl mir nicht, dass du jemanden erschossen hast. Nichts sagen. Sprich weiter. Of it is, my target wasn't some ship's captain or an ogre swinging a fence post. He was the Ranga of a Juana tribe. Okay, Antikeo mag das nicht, Seraphin schon. Der Kern der Sache ist, mein Ziel war nicht der Captain eines Schiffes oder ein Oker, der einen Zaunpfahl schwingt. Es war der Ranga eines Stammes. Sie hebt eine Augenbraue und wartet auf eine Reaktion von dir. Maya? Hört sich heimlich torisch an. Erzähl mir mehr davon. Maya, warum fängst du nicht von vorne an? Maya nickt ihr zu und wirft etwas von ihrer Spannung ab, die ihr zuvor nicht aufgefallen war. The village was beachside. No sign of foreign occupation. I might have been the first outsider to make land in quite a while.
Das Dorf lag am Strand. Keine Anzeichen von fremder Besatzung. Ich hätte die erste Fremde seit einer ganzen Weile sein können. They were just simple folk going about their lives. Couldn't have been more than 50 of them. Es waren einfache Leute, die nur im Leben nachgegangen sind. Können nicht mehr als 50 gewesen sein. Their Ranga, though? He had a voice that carried, that echoed in the hearts of his people. Ihr Ranga, aber er hatte eine Stimme, die einen mitriss, die im Herzen der Leute widerhallte. Sie kneift die Augen zusammen, während sie sich auf einen weit entfernten Punkt konzentriert. Worüber hat er geredet? He called for unity with the neighboring tribes, the setting aside of bad blood. His people listened. And listened well. Er hat die angrenzenden Stämme zur Einheit aufgerufen, wollte alten Zwist vergessen. Seine Leute haben ihm zugehört, und zwar sehr genau. Here's my target. You can guess what happened next. Er war mein Ziel. Du kannst dir vorstellen, was als nächstes passiert ist. Maya zog mit den Schultern und drückte ihre Unterarme, um etwas Spannung abzubauen. Erzähl mir davon. I picked a spot in a time of day. Morning, west facing, plenty of tree cover. The light was in my favor. The winds were low. Ich habe einen Ort und eine Zeit ausgesucht. Morgen, westwärts gewandt, viele Bäume als Deckung. Das Licht war vorteilhaft für mich und wenig Wind. He left his hut, mussed his kid's hair, and set off for the beach on the other side of the island, checking lobster traps. Er hat seine Hütte verlassen, durch das Haar seines Kindes gestrichen und ist zum Strand auf der anderen Seite der Insel aufgebrochen, um Hungerfallen zu prüfen. Ishi followed him overhead, and I followed him with my sights, holding my breath, waiting for the right moment. Ishi flog über ihm, um ihm zu folgen, und ich habe Blickkontakt gehalten, mein Atem angehalten, um auf den richtigen Moment zu warten. And then I stopped. I pictured all those captains I had riddled with holes and wondered. Is this how we treat civilians? Is this how wars are won? Und dann hielt ich inne. Ich habe mir all diese Kapitäne vorgestellt, die ich durchlöchert hatte, und ich dachte bei mir, gehen wir so mit Zivilisten um, werden so Kriege gewonnen? Sprich weiter. I shot him in the back of the head. He was a corpse before he hit the ground. Ich habe ihn in den Hinterkopf geschossen. Er war tot, noch bevor er am Boden lag. Sie öffnet ihre Finger wie eine Blume, die aufblüht. It took a while for his kin to find him, but only seconds to figure out that he didn't die of a weak heart. Es hat ein wenig gedauert, bis seine Leute ihn fanden, aber sie haben nur Sekunden gebraucht, um zu bemerken, dass er nicht von einem schwachen Herzen gestorben war. Sie kaut auf der Unterlippe herum und zieht flüchtig zu Ishiza herüber. Was ist dann passiert? Tribe surprised me. They acted like I kicked over their anthill. They got mad. They got to work. Dieser Stamm hat mich überrascht. Sie haben sich benommen, als hätte ich ihren Ameisenhügel zerstört. Sie wurden wütend und haben sich an die Arbeit gemacht. The old Ranga went on to a pyre, and the new one snapped into place. She took up the call for unity while the embers were still warm. Der alte Ranga ist auf dem Scheiterhaufen gelandet und ein neuer trat an seine Stelle. Sie hat zur Einheit aufgerufen, während die Glut noch warm war. Maya schüttelt den Kopf und grinst ein wenig. Hat so getan, als hätte ich nicht gerade ihren Boss dafür getötet, genau dasselbe getan zu haben. Hat es für dich einen Unterschied gemacht, dass der Ranga ein Zivilist war? Haben wir etwa die ganze Zeit über Mordaufträge weitergegeben? Also hat es den Stamm nicht durcheinander gebracht, dass ihr Häuptling getötet wurde? Aurotai kann davon lernen und das nächste Mal eine etwas bessere Wahl treffen. Hört sich so an, als wäre deine Mission ein Erfolg gewesen. Nehmen wir mal die zwei. Short answer? I don't know. Berechtigte Frage, die kurze Antwort, ich weiß es nicht. Maya sieht mit einem Stirnrunzeln zu Ishiza hinunter. Atsuri uses different codes for each of us. I could teach myself to write Ingwithin before I cracked another agent's instructions. Azura verwendet verschiedene Codes für jeden von uns. Ich könnte mir eher irgendwie getanisch beibringen, als den Code eines anderen Agenten zu knacken. Hat es für dich einen Unterschied gemacht, dass der Ranga ein Zivilist war? Of course. I shoot to disrupt soldiers and end conflicts. Natürlich, ich schieße, um Soldaten zu stören und Konflikte zu beenden. Not to stifle ideas or crush spirits. That's Valian work. Nicht um die Ideen zu ersticken oder den Geist zu erdrücken. Das ist die Arbeit der Valianer. Also hat der Stamm nicht durch... Hat es den Stamm nicht durcheinander gebracht, dass ihr Häuptling getötet wurde? Sie trauerten, sie waren zornig, sie sauften sich die Haare aus. Doch dann bauen sie alles wieder auf.
Als ich aufbrach, haben sie bereits vom Frieden mit den anderen Stämmen gesprochen, als wäre es unvermeidlich. Ein langsames Lächeln des Erstaunens legt sich auf ihre Lippen. Frau Eitel kann davon lernen und das nächste Mal eine bessere Wahl treffen. Ich denke, das depends on how much faith you have in Azuras Plan. Ich schätze, das hängt davon ab, wie sie immer Azuras Plan vertraut. Seufzend spielt Maya mit einer losen Locke an ihr Tod. If you don't mind, I need to let this brew in my head for a while and see what bubbles up. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mir das gerne eine Weile lang durch den Kopf gehen lassen und sehen, was dabei herauskommt. Danke jedenfalls, dass ich bei dir etwas Dampf ablassen konnte. We should talk to Azura. You'll want to know that I've done as he asked. Wir sollten mit Azura sprechen. Er soll erfahren, dass ich seiner Bitte nachgekommen bin. Ich habe noch andere Fragen. Lass uns von dir verschwinden. Gut. Dann wieder auf die World Map und dann zum Observatorium. Ja, was die World Map uns so angeht, sind wir, glaube ich, schon im Endgame-Bereich, auch was unser Level angeht. So, Berkanas Observatorium. Sieht schon ein bisschen größer aus, also können wir da auch wieder einiges an Zeit verbringen. Berkana hat möglicherweise etwas Nützliches hinterlassen, bevor sie ihr Observatorium verließ. Happily. I'd be glad to. Tja, wenn ich das Gefühl habe, hier nicht alleine zu sein, sollte ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir sind in einer Bibliothek und du kannst das richtige Buch nicht finden? Dann schau einfach besser hin und betrachte die Worte, nicht die Bilder. Hey, da ist nochmal der Kult der sanguanischen Ernte. Im Observatorium wird es von Söldnern. Akemi hatte recht damit, dass es noch jemanden, dass noch jemand nach ihren Ergebnissen sucht. Very well. Nothing I can do. Der Typ hält was aus. Sogar recht viel. Okay. This thing isn't doing the job. Yeah. Yeah. That's embarrassing. Yeah. Come now, step into the light. All things must come to an end. Even me. Yeah. Okay, Xoti, sieht nicht gut aus. Heil dich. Oh, mach mal das Heilbildgebiet. So, das dürfte helfen. Oh, Xoti ist umgefallen. Ja, das Problem ist echt die, die Jungs können sich gegenseitig den Schaden absorbieren. Also die da. Das macht sie ein bisschen zu beschissenen Gegnern. Wenn sie sich gegenseitig schützen. Ah, interessant, dass das hier wieder durcheinander gewürfelt wurde. Keep an eye out.
Okay, dann speichere ich jetzt aber erstmal hier. Das ist dann LP 0, wie viel? 55 schon. Oh. Speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.